Keegan Rudd hier ist der Sohn einer Heilerin aus Freljord und war von Geburt an ein Außenseiter. Dank der wenigen Magie- und Kräuterkunde, die seine Mutter beherrschte, konnten sie am Rand einer kleinen Küstengemeinde namens Rigans Kap überleben. Freunde waren eine Seltenheit. Selbst als kleiner Junge hatte er gewusst, dass sein Vater ein feindlicher Plünderer gewesen und dass er und seine Mutter deshalb verstoßen worden waren. Die Dorfbewohner nannten ihn den Plündererbastard. Keegan brütete vereinsamt und voller Groll vor sich hin und wurde oft gewalttätig. Nachdem er viele Jahre lang dem scheinbar endlosen Winter getrotzt hatte, gab der gebrechliche Körper seiner Mutter schließlich auf. Während Keegan ihre Asche verstreute, dachte er an die Menschen, die sie in ihrem Leben geheilt hatte. Keiner von ihnen war gekommen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Er wusste, dass sie sich nichts mehr wünschten, als ihn ebenfalls loszuwerden. Und er würde ihren Wunsch erfüllen, doch erst, nachdem er Rache genommen hatte. Er brannte das Dorf in jener Nacht nieder und floh in die Dunkelheit. Die Narben, die er sich dabei zuzog, sollten nie verheilen. Keegan wanderte durch die eisige Tundra Freljords. Er redete sich ein, dass er nach seinem Vater suchte, aber tief im Inneren wusste er, dass er lediglich einen Freund finden wollte. Oder zumindest ein freundliches Gesicht. Da seine Suche erfolglos blieb, verkroch er sich letzten Endes in einer Höhle und wartete auf den Tod. Es war jedoch nicht der Tod, der zu ihm kam, sondern ein weiterer Außenseiter. Der mysteriöse Magier Rice sah Potenzial in dem halb erfrorenen jungen Mann und nahm ihn als Schüler auf. Sowohl Lehrer als auch Schüler hatten mit Keegans aufkeimender wilder Magie zu kämpfen, und Rices Anweisungen, sich in Geduld und Demut zu üben, stießen oft auf taube Ohren. Unglücklicherweise war Keegans Ausbildung stets Rices eigentlicher Mission untergeordnet. Es war schon seit langem seine Aufgabe, eine Macht zu finden und zu versiegeln, die ganz Runeterra auslöschen konnte. Die legendären Weltrunen. Nachdem er eines der Fragmente gefunden hatte, musste sich Keegan derselben verzweifelten Verführung stellen, die schon viele andere vor ihm in den Wahnsinn getrieben hatte. Die Runen waren der Ursprung aller Magie in der Welt, und entgegen der Warnungen seines Meisters entschloss er sich dazu, ihre Macht für sich zu beanspruchen. Rice hatte keine andere Wahl, als mit anzusehen, wie sein Schüler von der rohen Magie der Rune verbrannt wurde, bis Keegans Seele vollständig aufgebraucht worden war. Die Kreatur, die in diesem Moment das Licht der Welt erblickte, war nicht länger der verbitterte Jüngling, den Rice aus dem Schnee gerettet hatte, und auch nicht der Magier aus Freljord, in dem Rice einen Freund gefunden hatte. Dieses von Rache verzerrte Wesen aus Feuer und Zorn, das nun die Welt der Sterblichen heimsuchte, sollte später als Brand bekannt werden. Er verfluchte seinen früheren Meister und alle Lebewesen, die sich zwischen ihn und die Runen stellen konnten, und schlug mit magischen Flammen um sich. Nur unter großer Mühe kam Rice mit dem Leben davon. In den darauffolgenden Jahrhunderten führte Brand das gesetzlose Leben eines Lauffeuers. Er nahm sich alles von der Welt, ohne ihr je etwas zurückzugeben. Manchmal lodert er wie ein Komet über den Himmel, und manchmal vergräbt er sich in die kalte Erde, um zu ruhen und auf den unverkennbaren Geruch von Magie zu warten, der ihn erneut zu einer der Weltrunen führen wird. Sollte er jemals in den Besitz einer Rune gelangen, so werden sich nur die wenigsten in Runeterra gegen ihn behaupten können. Ready to set the world on fire.